wird hier 2-gegen-1-Situation geübt. Für einen Verteidiger sehr wichtig, dass er entscheidet, wann macht er Druck auf die Scheibe, aber eben auch, dass er entscheidet, wann muss ich den Pass wegnehmen. Also hier geht es darum, dass man in einzelnen Spielsituationen sehr gut sich entscheidet, mache ich Druck auf die Scheibe oder nehme ich den Pass weg. Und sicher auch sehr wichtig, der Verteidiger muss fast aus dem Stand starten. Und das braucht eine schnelle Beschleunigung von den Beinen. Und für einen Verteidiger, für einen modernen Verteidiger sehr, sehr wichtig, dass er schnell auch fast aus dem Stand oder sogar noch aus einer leichten Vorwärtsbewegung sofort die Rückwärtsbewegung machen kann und kann beschleunigen. Dann sieht man, dass der Giannis trotz dem, dass er erst 18-jährig ist, mindestens von der Grösse durchaus mithalten kann. Aber es wird auch relativ klar, dass ihm sicher noch gewisse Muskelmasse fehlt und gleich Kraft fehlt. Aber mindestens von der Grösse muss er sich gar nicht verstecken. Sehr gut, wie der Giannis nach am angeht, wie er mit dem Stock arbeitet, wie er im rechten Moment aggressiv auf den Körper geht, die Scheibe gewinnt und schon kommt der Pass zwischen die blauen Linie und schon auf den Angriff in die andere Richtung. Das ist sicher eine von seinen grossen Stärken. Biel will das Spiel spielen, wo man sehr gut die Scheibe laufen lassen, wo man schnell von Verteidigung in Angriff umstellen. Und das heisst, wenn man die Scheibe nicht hat, muss man sofort freilaufen und sich anspielbar machen. Und das ist sicher eine grosse Stärke von Giannis, dass er sehr schnell die Situation erfasst und sich sofort verfügbar macht für seine Mitspieler, indem er sich freistellt. Und aber immer auch schon die Option im Kopf hat, woher spiele ich die Scheibe weiter, wenn ich sie überkomme. Auf das ist Biels Spiel aufgebaut. Und Giannis hat das sehr, sehr gut umgesetzt bis dahin. Wenn der Giannis auf dem Eis ist, dann ist er nicht nur auf dem Eis für zu verteidigen, sondern ist auch auf dem Eis für anzugreifen. Also er schaltet sich gut mit in Angriff ein. Er macht gute spielöffnende Pässe. Wo er hingegen sicher noch Steigerungspotenzial hat, ist in seinem Schuss. Sein Schuss ist noch nicht allzu hart, noch nicht allzu präzise. Und hier kann er sicher noch einiges zulegen in Zukunft. Was der Giannis sicher sehr auszeichnet, ist, dass er sehr gute Entscheidungen trifft auf dem Eis. Also er liest das Spiel gut, trifft sehr oft den richtigen Entscheid und führt ihn auch vollständig aus. Und ich glaube, das ist genau das, was ihn valuable macht für einen Trainer. Und darum gibt ihm der Trainer auch das vollste Vertrauen in das Spiel. Das sieht man sehr gut hier in dieser kleinen 2-gegen-1-Führung. Sehr schön, wie der Giannis hinter dem Goal die Scheibe gewinnt und sofort weiss, woher er spielen soll. Er tut die Scheibe nicht zu lange behalten, tut nicht Risiko spielen, sondern macht sofort den schnellen, ersten, einfachen Pass. Und so gelingt es seiner Mannschaft sehr oft, aus dem eigenen Dritt raus sofort den Druck auf das andere Goal zu verlagern. Giannis hat sicher grundsätzlich eine gute Grösse für einen Hockeyspieler. Aber es ist klar, dass man mit 18 natürlich noch nicht die Muskelmasse und vielleicht das Gewicht herbringt, was es braucht. Und es ist sicher wichtig, dass er jetzt an dem arbeitet, aber behutsam arbeitet. Weil er ist in einem Profibetrieb, er macht eine Ausbildung, also es darf nicht alles auf Kosten von der Erholung gehen. Und gleich muss er täglich auch ein bisschen mehr machen als die anderen, das ist klar. Ja. Und wer ist eigentlich der Giannis Moser, der so gut Hockey spielt? Das wollen wir ihn noch ein bisschen näher lernen kennen. Wir sind im Schulhaus von Safneren. Und da bin ich von der 1. bis in die 6. Klasse in die Schule. Und da sind einfach sehr viele gute Kindheitserinnerungen, die mich dort verbinden. Etwas, was schon noch sehr cool war, ist eben hier. Praktisch jede Pause haben wir immer hier auf dem
Pausenplatz geschootet. Und es war immer die 6. Klasse gegen den ganzen Rest. Und das ist etwas, das ist eigentlich wie eine Tradition, die hier eigentlich immer gespielt wurde. Und das ist eigentlich sehr cool. Im Winter hatten wir hier ein Eisfeld mit Banden. Dort oben der Schulabwart hat hier immer gewässert mit Spritzkannen. Und eben, wenn es genug kalt war, ist es dann Eis geworden. Und dann sind wir hier mit den Schleifschuhen und mit der Ausrüstung sind wir dann hier hoch zu Hockey spielen. Und das war schon sehr cool. Ja, wir machen viel hier. Vor allem hier in der Turnhalle hier machen wir jeweils am Samstag mit den Kollegen machen wir verschiedene Sportarten, wo wir uns einfach bewegen. Und das Ziel des Clubs ist eigentlich auch später, mal die jüngere Generation ein mehr vom Handy wegzuholen und da zum Sport anzustiften. Aber meistens ist es irgendein Sport oder Spiele. Wir sind viel eben hier oben, irgendwie shooten oder Ping-Pong spielen. Oder manchmal sind wir auch am Jassen in unserem Clubraum. Also eigentlich am Morgen, so ca. von 9 bis 12 Uhr, habe ich eigentlich Training. Und nachher ab 1 habe ich Schule, 2 Stunden. Und nachher habe ich eigentlich frei. Und dort tue ich, je nachdem, wie ich mich fühle, gehe ich vielleicht noch ein bisschen ins Stadion, irgendetwas trainieren oder eben. Machen mit Kollegen, kommen hierher, ein bisschen Sport machen oder sonst schon nehmen wir andere Sachen. Ja, es ist sicher eine gute Ablenkung. Nicht, dass man den ganzen Tag nur Hockey im Kopf hat und nur an das Hockey denkt, sondern eben, dass man mit Schulkameraden in der Schule etwas lernen kann. Also ich glaube schon, ganz früh haben wir so zur Weihnachten oder so Geschenke, Goalie-Ausrüstung bekommen, Uni-Hockey-Schläger und das Goal. Und dann hat es eigentlich so angefangen, immer daheim im Eingang rumzuhockeyen mit den Brüdern zusammen. Und nachher habe ich am Anfang angefangen zu shooten, was eigentlich das erste war, was ich machen konnte. Vom Alter her. Und dann, ich bin dem Trainer unglücklich auf den Fuß gestanden. Dann wurde er etwas hässig geworden. Und ab dann habe ich nicht mehr unbedingt ins Fußball wollen. Im Ziel probieren wir etwas anderes aus. Und dann bin ich mal ins Hockey und hat es mir eigentlich gepackt. Und dann, die Mutter hat zuerst gesagt, ich muss zuerst lernen, Schleifschuhe fahren. Und dann bin ich in der Schleifschuhspielgruppe zuerst. Und nachher ist eigentlich der Brütsch, überall wo ich her bin, ist dann eigentlich einfach mitgekommen. Wenn ich eh schon dort bin, haben die Eltern gesagt, ich habe einen kleinen Brütsch schon mit. Das war eigentlich überall dabei gewesen. Also es ist jetzt sicher eine sehr aufregende Zeit, weil einfach alles neu ist. Du erlebst alles neue Sachen, verschiedene Sachen, musst dich auf neue Situationen einstellen. Aber es ist eigentlich sehr cool, es ist eigentlich locker, macht extrem Spass. Und wenn es Spass macht, kommt eigentlich alles gut. Janis, willkommen bei uns nach dem Training. Bist du gut? Im Platz? Merci. Wir sind ein paar Wochen in der Meisterschaft. Du hast sehr viel gespielt in dieser Nazi. Ja, wie geht's dir? Also ich bin natürlich überglücklich, dass ich da so in die Nazi reinkommen konnte. Und eben auch so viel Eiszeit haben, so viel Vertrauen. Dass man den Trainer so viel Vertrauen schenkt, ist natürlich ein Geschenk von Gott. Sehr schön. Ich sehe, wenn ich dir zuschaue, dass du viel mit Marco zusammenspielst. Wie ist das mit ihm? Also mit ihm ist es sicher zum Reinkommen einfacher, weil man einfach weiss, dass er defensiv seinen Job macht und man sich auf den eigenen Job konzentrieren kann. Und ich muss noch schauen, ob er vor ist oder ob er seinen Mann verliert oder so. Da weiss man einfach, von seiner Seite ist alles geregelt. Kannst du dich auf ihn verlassen? Ja, genau. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir dir ein bisschen zugeschaut, verschiedentlich in den Spiel, im Fernsehen, im Studio. Aber wir haben dir auch ein bisschen zugeschaut, wie du trainierst. Und haben uns mal ein bisschen gefragt, wie weit bist du in deiner ganzen Technik? Wie siehst du dich selber, deine technischen Elemente von deinem Spiel? Also so eher durchschnittlich, normal. Halt als Verteidiger braucht man nicht so die grossen Dribblings. Aber sonst eigentlich... Ja, eben. Die grossen Dribblings mache ich nicht, aber ich glaube, doch eine solide Technik.
bringt uns sicher zurück zum Spielverhalten. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Ich nehme an, das gehört schon vom Trainer, dass man mit dem Böck gescheit umgeht und eben nicht den Böck in Gefahr setzt. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Wir können mal zu schnell zusammen eine Szene miteinander anschauen, die ich gefunden habe. Ich bin fast sicher, wenn du die anschaust, magst du dich auch die besinnen. Die hast du sicher auch schon mal gesehen. Das war gegen Lugano. Du bist der Böckbesitzer. Du machst einen schönen, langen Pass. 5 gegen 5, und er hier fertig geht. Du siehst eine schöne Wiederholung. Der Marco spielt quer auf dich, du schaust rauf. Machst einen langen Pass, 5 Lugano-Spieler sind weg vom Spiel. Der Pouliot macht fertig. Noch einmal hier der Marco, spielt ihn schnell quer. Und jetzt sieht man sehr schön, wie du den Kopf da oben hast. Wie du schaust, schnell einen Pass vorwärts machst. Und ab geht die Post. Ist das ein bisschen das, was der Trainer von dir verlangt? Nicht unbedingt immer die langen Pässe suchen. Aber eben einfach, wenn man den Böck hat, aufschauen, schauen, wie das Spiel ist und dann, je nach Situation handeln. Ich habe das Gefühl, wenn ich euch zuschaue, euer Trainer will, dass ihr viel Scheiben laufen lassen, eben nicht zu lange die Scheiben behalten. Und darum habe ich diese Szene ausgelesen, weil das für mich eigentlich euer Spiel schön aufzeigt. Kurzer Pass, schauen, spielen auf den vordersten Mann und mitgehen. Und ich habe sehr Freude, wenn ich sehe, dass solche Spielzeuge möglich sind, wo eben auch du involviert bist. Ja, das ist sicher so, dass der Trainer sagt, wenn wir eine Passmöglichkeit haben, dass wir schnell in die Pässe gehen, dann wieder weiterlaufen, dass wir sie wieder zurückbekommen können. Darfst du die Offensive einschalten bei diesem Trainer? Ja, das schon. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist er gleich lieber auch froh, wenn wir hinten bleiben und unseren Job machen. Aber je nach Situation kann man sicher auch vorgehen. Okay. Und wie siehst du so dein offensives Spiel, wenn du auf der offensiven blauen Linie bist? Wie würdest du das einstufen? Also es ist noch sehr ausbaufähig. In welcher Beziehung denn? Also sicher schiessen, aufs Goal schiessen. Da ist sicher noch viel Potenzial. Aber es ist auch so ein bisschen den Mut haben, um noch eine Sekunde länger zu warten, bis irgendein Pass aufgeht. Ich habe mal irgendwo gelesen, das ist ein gutes Vorbild für das, oder? Ja. Und wer ist denn das? Der Romagnosi. Und der weiss, wann runtergehen, und der weiss, wie er umgeht. Ja. Ich glaube, das ist super, wenn du viel findest und schaust. Wenn du so gegen vorne probierst zu schauen, was sind deine nächsten Ziele und deine grossen Träume, die du hast für die nächsten paar Wochen und Monate, die kommen? Eigentlich nicht grosse Ziele, sondern einfach eben jeden Tag trainieren, gut zu trainieren, gescheit zu trainieren. Und ich glaube, wenn ich jeden Tag das gebe, was ich an diesem Tag habe, dann kommen die Ziele von. Also, dann kommt es von alleine, dann brauche ich nicht grosse Ziele. Sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg viel Glück, alles Gute und fahr weiter so. Wir haben Freude, deinen Weg weiter zu verfolgen. Merci vielmals. Merci. Danke. Merci. Ja, das ist der Janis Moser, ein junger Mann, der aufstrebend ist, viel Träume hat. Und wir werden auch auf MySports natürlich weiter genau hinschauen, wie weit der Weg von Janis noch führt. Das richtige Vorbild hat er gewählt, der Romagnosi. Und wenn er ihm gut zuschaut, kann das nur mal gut kommen.